Einen wunderschönen guten Morgen zu herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute öffnen wir das Türchen Nummer 6, denn heute ist Nikolaustag. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt ein Heißgetränk eurer Wahl zur Verfügung, damit ihr entspannt lauschen könnt. Ich trinke heute Morgen Tee, um einmal klarzustellen, ich bin kein Atheist. Sondern ich trinke auch gerne Tee, ich trinke auch gerne verschiedene Sorten Tee, von daher bin ich sogar vielleicht ein Polytheist. Wer weiß. Heute Morgen lese ich wieder eine Geschichte aus diesem wunderbaren Band, Buch Weihnachtswundernacht, Band 5. Ein ganz tolles Projekt von Thomas Klappschein, verlegt im Brendo Verlag. Vielen Dank, Nikolaus Koch, dass du uns immer wieder diese Chance gibst, wo unterschiedlichste Autoren zusammenkommen und neue Perspektiven auf Weihnachten entwickeln, neue Blicke auf Weihnachten werfen. Und die heutige Geschichte, der heutige Blick kommt von Petra Piatta. Petra Piatta ist verheiratet mit Justus. Sie haben 3 Kinder und leben nach Jahren in den USA, Frankreich, Belgien und einer Stippvisite im wunderschönen Tübingen, jetzt im österreichischen Innsbruck. Also eine echte Pilgerfamilie. Schon als Jugendliche schrieb Petra und schreibt als Redaktionsleiterin der Zeitschrift Perspektiven munter weiter. Das passt ja auch zum Nikolaustag, ne? Lasst uns froh und munter sein. So heißt es auch, oder? Von Petra Piatta sind bereits mehrere Geschichten, Artikel und Theaterstückchen in diversen Redaktionen, Verlagen erschienen und sie veranstaltet Lesekonzerte, moderiert und übersetzt. Und wenn ihr ihr schreiben wollt und sie einmal fragen wollt, wie das gewesen ist, so als Pilgerfamilie durch die Welt zu reisen, warum es Theaterstückchen heißt und nicht Stücke, vielleicht weil sie nur 5 Minuten lang sind oder so, keine Ahnung, dann schreibt ihr doch einfach an petra@piatta.name. Auch eine coole Idee für eine E-Mail-Adresse. petra@piatta.name. Ich hatte mir ja mal eine E-Mail-Adresse gemacht, die hieß demonkiller@freenet.de, aber die benutze ich kaum, irgendwie hatte sie sich nicht sehr verbreitet. petra@piatta.name. Da könnt ihr ihr schreiben und sie über ihre Geschichte auch ausfragen. Oder ihr einfach sagen, dass ihre Geschichte ein Schlüsselerlebnis für euch am Weihnachten 2016 gewesen ist. Denn so heißt sie auch. Sie heißt ein Schlüsselerlebnis. Meine Güte, schon gleich 9 Uhr. Jetzt aber nichts wie los. Hektisch sauste sie die Treppe hinunter. Nur wenige Minuten später lief bereits die Waschmaschine im Keller, der Müll war entsorgt und sie rannte gerade noch rechtzeitig den täglichen Weg zur Arbeitsstelle. Freitag, der 23. Dezember, hatte begonnen und würde zur Mittagszeit das wohlverdiente lange Weihnachtswochenende einleiten. So dachte sie zumindest. Gegen 14 Uhr war sie schon wieder auf dem Weg nach Hause. Flink besorgte sie noch ein paar letzte Kleinigkeiten im Supermarkt an der Ecke. Sie würde schnell noch etwas zu essen zusammenwerfen. Alle kamen wieder zu unterschiedlichen Zeiten nach Hause. Aber dieser frühe Abend am 23., der hatte etwas. Auch wenn die Kinder nicht mehr klein waren, das Wissen, dass das Weihnachtsfest vor der Tür stand, schuf eine Atmosphäre des Luftholens und irgendwie Ankommens. An der Tür ihres Wohnhauses war sie schon jetzt angekommen. Am Briefkasten vor der Eingangstür stellte sie die Einkaufstasche ab und fischte in der linken Manteltasche nach dem Hausschlüssel. Alles, was sie zwischen die Finger bekam, waren... Oder ist die Seite ja noch zusammengeklebt? Alles, was sie aber in die Finger bekam, waren der Kassenzettel und ein Taschentuch. Beim Griff in die rechte Tasche kamen ein Knopf, Lippenpomade und ein Halsbonbon zum Vorschein. Verwirrt griff sie wieder in die linke. Eigentlich steckte sie den Schlüssel nie in die Handtasche, aber vielleicht war er dort. Die Suche blieb ergebnislos.
die Geldbörse, noch eine Packung Taschentücher, die Lesebrille, kein Schlüssel. Sie zog ihre Handschuhe aus, um besser tasten zu können. Nichts. Sie musste ihn vergessen haben. Ausgerechnet am Weihnachtswochenende. Sie hatte es heute Morgen zu eilig gehabt. Die vom Badezimmerboden aufgeklaubte Dreckwäsche, der gelbe Sack voller Verpackungsmüll, die einzuwerfende Post für den Briefkasten. Multitasking eben. Das hatte schon so oft funktioniert. Ihre hauswirtschaftliche Betriebsleitung war zwar ordnungsgemäß ausgeführt, der Wohnungsschlüssel diesmal allerdings im Eifer des Gefechts schlicht vergessen worden. Wie gut, dass ihre Tochter Nina bald von der Schule kommen würde. Sie hatte sicher ihren Schlüssel dabei. Statt untätig nur auf ihre Rückkehr zu warten, versuchte sie kurz entschlossen noch ihr Glück in der Einkaufstasche. Womöglich hatte sie diesen dusseligen Schlüssel vor lauter Eile mit zu Brot und Eiern gesteckt. »Hallo, wird das heute ein Lebensmittelgabentisch für Bedürftige?« unterbrach die Nachbarin ihre hektische Suche. Die eingekauften Lebensmittel waren Stück für Stück auf dem kalten, aber trockenen Treppenabsatz vor dem Wohnhaus verteilt. »Nein, nein, 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 ich habe nur dummerweise meinen Hausschlüssel verbummelt.« Die Nachbarin lächelte müde und ließ die Hände ihrer beiden Zwillingstöchter los, die enthusiastisch auf den Stufen hin und her hüpften. »Wenn sie wollte, könne sie auch gern bei ihr warten«, sagte sie noch, während sie ihren Hausschlüssel aus der Tasche zog und in das Schloss schob. »Ach, danke, Sonja, das ist nett. Aber Nina kommt gleich nach Hause und kann mir dann aufmachen. Und ein frohes Fest wünsche ich noch, nicht? Wir kommen auf dem Weg zur Kirche morgen kurz vorbei und wünschen frohe Weihnachten, wie immer, okay?« Gerade hatte sie ihren Einkauf wieder in der Tasche verstaut. Da kam Nina auch schon. Groß war die Enttäuschung beider, als Nina einfiel, den eigenen Schlüssel gestern in die Sporttasche gesteckt zu haben. Dort lag er auch jetzt noch, nur leider jenseits der Wohnungstür. Sonja konnte sich ein kleines Lachen nicht verkneifen, als die beiden zerknirscht an ihrer Tür klingelten. »Oh, ist denn schon Weihnachten? Dann kommt mal rein. Ich wollte gerade etwas zu essen machen. Ihr habt doch sicher auch Hunger.« Ein Zettel an ihrer Haustür sollte dem Rest der Familie erklären, wo sie steckten. Ihr Sohn müsste als Nächster kommen. Er hatte hoffentlich seinen Schlüssel dabei. Als Sonja mehrfach eine Gabel und fast noch einen Teller fallen ließ, boten sie und Nina an, das Tischdecken zu übernehmen. »Ja, danke. Mir ist heute nicht so gut«, sagte sie ein wenig matt. Nach dem Essen spielte Nina mit den Zwillingen. Die Mütter hatten die dumme Schlüsselgeschichte schon fast wieder vergessen. Eigentlich war die zwangsverordnete Kaffeepause nach dem improvisierten Mahl für beide eine willkommene Auszeit. Eine Adventpause. Genau das Richtige in dieser viel zu hektischen Zeit. Sonja war ziemlich blass, dachte sie bei sich. Sie sah abgespannt aus. Nicht gerade ein Kompliment, ihr das jetzt zu sagen, also ließ sie es bleiben. Trotzdem wurde sie das Gefühl nicht los, etwas schien ihre Nachbarin Sonja zu bedrücken. Sie plauderten über dies und das. Erst später sagte Sonja zögerlich, dass es ihr nicht nur heute nicht so gut ging. Es sei eine längere Geschichte. »Ach, du hast sicher wieder zu viel gearbeitet in letzter Zeit«, sagte sie verständnisvoll. Als leitende Beamtin der Stadtverwaltung hatte sie mit Job und Kindern ja auch alle Hände voll zu tun. Ihr Mann war im Außendienst, kam immer erst abends zurück, oft erst nach einigen Tagen, wie bei vielen Familien heutzutage. Es war kräftezehrend. Sonja blickte leer in den Raum, dann richteten sich ihre Augen auf die Kaffeetasse. Mit etwas Mühe nahm sie sie in beide Hände. »Die Arbeit ist viel, ja, ja, aber das ist es nicht.« Matt sah sie über ihre Tasse der Nachbarin ins Gesicht. »Ich habe wieder einen Schub. Ich habe MS, Multiple Sklerose, weißt du?« Betroffen sah sie Sonja an. »Ja, davon wusste ich ja gar nichts«, war alles, was sie sagen konnte.
Naja, den letzten großen Schub hatte ich vor gut 8 Jahren. Und ich dachte schon, das würde mir lange nicht so gut gehen wie vorher. Die Medikamente können helfen, den Krankheitsverlauf zu verzögern. Das hat über Jahre funktioniert. Aber ganz weg geht es eben nie mehr. Beide schwiegen eine Weile. Was hätte man hier auch hinzufügen sollen? Wie kommst du denn damit klar? Fragte sie vorsichtig. In Gedanken malte sie sich aus, wie sie selbst mit so einer Diagnose umgehen würde. Verzweifelt man täglich etwas mehr? Hadert man mit Gott, dass er Krankheiten zulässt? Rafft man sich auf und lebt, solange es geht, aus dem Vollen? Eine hypothetische Frage, auf die kein Mensch ohne akuten Anlass eine Antwort geben kann. Der Weihnachtsschmuck am Fenster erschien ihr auf einmal fehl am Platz. Dabei ging es beim Kind in der Krippe doch genau darum, der große Gott wird ganz klein. Gott wird Mensch, damit wir Menschen den Sinn im Leben finden. Die Freundschaft mit Gott, sie macht das Leben lebenswert, ob wir gesund, verliebt, trauernd oder eben krank sind. Er ist die Tür zum eigentlichen Leben. Dieses Kopfwissen mit dieser Schocknachricht unter einen Hut zu bringen, gar nicht so leicht. Sie wiederholte ihre Frage. Wie schaffst du das, die Krankheit als Teil deines Lebens anzunehmen? Sonja stellte die Tasse ab. Nein, die Krankheit zu akzeptieren fiel ganz und gar nicht leicht. Im Gegenteil, da waren immer wieder nagende Fragen. Mitunter drehte sie sich auf einer trüben, grauen Spirale tiefschwarzer Gedanken abwärts. Wann ließen die Kräfte nach? Versagten ihre Armmuskeln dann sogar beim Umarmen der Kinder? Konnte sie noch lange genug arbeitsfähig bleiben, bis immerhin eine brauchbare Mindestrente erreicht war? Irgendwann kam der Rollstuhl. Das war bei MS nur eine Frage der Zeit. Was wurde aus ihrem Mann und ihren Kindern, wenn sie einmal nicht mehr war? Und wie würde sie von den Mitmenschen behandelt werden? Da kommen Erinnerungen an die Schulzeit hoch, wo der Mitschüler im Rollstuhl nur Spasti genannt wurde. Sie hatte keine Antworten. Sie konnte nur zuhören. Mit der Zeit war es auch völlig egal, dass sie aus der Wohnung ausgesperrt war. Was war das schon im Vergleich zum Ausgesperrtsein aus dem Alltag der Gesundheit, wie Sonja es erlebte und erst noch erleben würde? War morgen wirklich schon Weihnachten? So gern wollte sie helfen, doch was hätte sie tun können? Hilfe im Haushalt anbieten, ihr das Gefühl geben, schon jetzt ein Pflegefall zu sein? Das wollte sie ja gerade nicht. Sie ab jetzt immer mitleidig anlächeln? Sonja schien zu erraten, was in ihr vorging. Bitte, bitte meine jetzt nicht, mir irgendetwas Besonderes tun zu müssen. Darum geht es nicht. Ich wollte einfach nur, dass du es weißt. Und das allein hilft mir schon irgendwie. Ein wenig. Sie wusste wieder, immer noch nicht, was sie sagen sollte. Was sie aber wusste, war, dass es jetzt gar nicht auf Worte ankam. Es ging darum, Sonja als liebenswerten, vollwertigen Menschen zu sehen, und zwar auch dann noch, wenn ihr Körper ihr irgendwann den Dienst versagte. Sonja würde bald nicht mehr frei über ihren Körper verfügen können, aber wer sagte, dass sie dann nicht weiter dazugehören würde? Es ist doch nicht der Körper, der die Persönlichkeit ausmacht, es ist die Seele. Sie umarmte sie kurz. Darf ich für dich beten? Das ist das Erste, was ich immer tue, wenn mich etwas sehr bewegt, fragte sie leise. Als ihr Sohn später klingelte, konnten sie beide schon wieder über ihn lachen. Breit grinsend meinte er, seine schlüsseltechnische Hilfeleistung müsste mit Wohlwollen in Form eines Briefumschlags voller Scheine unterm Weihnachtsbaum entlohnt werden. Ihr Ausgesperrtsein hatte ein Ende. Aber wie viele Menschen waren vom Leben ausgesperrt, wegen ihres Äußeren, ihrer nicht mehr funktionstüchtigen Gesundheit, manchmal einfach, weil sie nicht in die Lebensplanung anderer passen. Krass, wie schnell die Gesellschaft den Schlüssel im Schloss umdreht und diejenigen draußen vor der Tür schlicht vergisst. Die Gesellschaft? Sie war ein Teil davon. Sie sollte und wollte es anders machen. Diesen Schlüssel, um Sonja nicht ausgesperrt sein zu lassen, brauchte sie auch nicht erst zu suchen. Sie konnte ihn nicht so schnell verlegen.
Ein ganzes Schlüsselbund dafür hatte sie nämlich selbst in der Hand, beziehungsweise in ihrem Herzen. Achtung und Respekt vor dem Geschöpf Mitmensch. Offenheit, Freundlichkeit, die verbindet, statt zu trennen. Also an Jesus nicht nur glauben, sondern ihn im eigenen Herzen immer wieder aufräumen und im eigenen Leben wirken lassen. Immer wieder selbst ankommen und auch andere Luft holen lassen. Damit könnte eigentlich jeder Tag Weihnachten sein. Das war die wunderbare Geschichte von Petra Pierter aus dem Buch Weihnachtswundernacht, Band 5. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr es in diesem Sinne, wie Petra Pierter es erzählt hat, heute schon Weihnachten werden lasst. Heute am Nikolaustag. Und ich freue mich drauf, euch morgen wiederzusehen, wenn wir das 7. Türchen, das heilige Türchen, öffnen. Bis dann.